Willkommen zurück zu Inception. Das ist ein ziemlich witziges Level hier, bei dem man mit Moles zusammenarbeiten muss. Ist ja immer eine besondere Herausforderung, mit Gegnern zusammen zu worken. Wow, was war das denn? Durch den Gegner durchglitschen? Ich meine, springen kann ich da nicht. Aha, nein, natürlich nicht. Das Wasser. Okay. Ach, die kommt... Wow, wow. Dachte nicht, dass die da oben rauskommen. Man muss hinten bleiben. Man darf nicht auf die vordere Seite von denen, sonst fällt man da durch. Nein, man fällt einfach überall durch. Okay, ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Ganz ehrlich. Es klappt halt einfach manchmal und manchmal nicht. Oh! Ich erinnere mich wieder, wie mich das Wasser letztes Mal angewürgt hat. Oh! Ja, nice. Das ist so... Ja, toll. Toll. Das ist so ein Klassiker hier. Chuck direkt an der Kante. Richtig schön oldschool. Ach, die kommen wieder? Okay, versuchen wir mal einfach runter zu gehen. Hi. What? Ja, okay, das ist alles sehr, sehr ungünstig, was hier gerade passiert. Für meine Evaluierung, abschließende Evaluierung des Levels. Oh mein Gott, was für ein Bullshit. Was? Der geht an dem Mancha kaputt. Achso, ja, gelbe Mancha, ne? Irgendwann war da mal was, von wegen gelbe Mancha sind Sprite-Killer. Dang it, das muss aber ein richtig guter Sprung sein, damit er da rüberkommt. Oh, no! Als ob. Als ob, aber das sieht so aus, als wäre das das Ende. Es kann auch immer eine Fastpipe sein, man weiß es nie. Die einem nur in den nächsten Albtraum wirft. No! Ist aber auch so dumm. Und so fett. Wieso kann der nicht besser springen? Jesus. Okay, das ist natürlich auch nochmal super dreckig hier. Vor allem, weil das halt nicht zusammenpasst, ne? Man kann da nicht einfach... Warum sind da überhaupt 4 Koopas? Das ist viel zu viel. Yes, das ist eine Ausgangsröhre. Phew. No. Oh Gott sei Dank. Kann man hier einfach durch? Vielleicht kann man da einfach durchrennen. Ey, wenn mich das jetzt zurückgesetzt hätte, dann wäre ich noch 3-mal gestorben, ne? Halleluja. Ja, das Gimmick war witzig. Ich meine, der Jank-Faktor war relativ hoch, aber trotzdem. Lustiges Level. Was kommt denn als nächstes? Elektrische Zäune. Da habe ich als Kind immer gerne dran gefasst, an elektrische Zäune. Sieht cool aus. Und das ist die Musik, die für mich wie Macarena klingt. Ach, ach, das sind die elektrischen Zäune. Ich verstehe. Ich darf die überhaupt nicht berühren. Achtung! Egal. Ich dachte, das ist die Stelle, die wie Macarena klingt, aber... Irgendwie bilde ich mir das, glaube ich, nur ein. Oh Gott, diese Zäune sind für mich gar nicht existent. So, visuell. Ich muss mich erst irgendwie darauf einstellen, dass die da sind. Weil für mich ist das irgendwie so Hintergrund, der nichts zählt. Ach, die gehen natürlich. Es sind wieder gelbe Mancher. Als ob irgendein Schwein da drauf achten könnte. I'm still alive. Und ich war, glaube ich, zu langsam. Was? Wo soll ich denn hin? Da unten?
Wofür ist dann die drehende Plattform? Die muss ja auch noch irgendwie wichtig sein. Wow, Peace Beat? Will ich nicht. Das war knapp. Wow! Okay, das ist... No! Das ist cool. Und natürlich gehen sie wieder kaputt. Ist das ein Stachel? Nicht nur... Nein, es ist nicht nur ein Stachel. Fällt er da unendlich? Ha! Oh, upsa! Das war der gleiche... Ach so, wegen Dingens hier. Screenwrap. Das war der gleiche Koopa. Mein Rhythmus ist kaputt. Nein! Ich weiß auch nicht warum, ich dachte, der fällt weiter hinten. Upsa. Als ob! Das war echt mega. Oh, das war sogar die richtige Entscheidung. Wo fährt das Ding denn hin? Was ist, wenn wir hier den Schalter wieder anmachen? Das bringt wohl nicht viel. Oh! Das ist halt auch, ne, diese Knochenplattform. Gehören verboten. Tatsächlich rüber. Vielleicht machen wir das schon wieder viel zu kompliziert. Aber in diesem Hack muss man auch echt... Ja, okay. Nein, doch nicht? Okay, das fühlt sich... What? Ach, guck mal, da kommt noch was. Wo ist die denn? Die ist anders abgebogen. Echt jetzt? Jetzt wird es wieder kompliziert. Wo, weißt du, wo, du siehst nicht mal, wo will ich denn jetzt hin? Auf den Knochenkopf nochmal oder erst auf die drehende Plattform da? Dann fällt die andere Plattform von oben nochmal runter. Das ist alles sehr konfus. P-Speed ist auf jeden Fall eine Variante, die man mal im Hinterkopf behalten kann. Oh Gott, wie man da halt so drauf teleportiert wird, ne? Das ist wirklich gewöhnungsbedürftig. What? irgendwie so halt, ne? Ich verstehe nicht, was das Problem ist. Was soll denn da passieren? Warum geht denn da oben irgendwas kaputt und sollte das da kaputt gehen? Und wenn nein, wie soll ich das verhindern? Ja, es reicht halt nicht von hier, ne? Ich brauche irgendwie die Knochenplattform von oben, aber sie kommt ja nicht von oben, sie kommt nur von unten. Und ich sehe da auch keinen Schalter oder irgendwas, womit ich das ändern könnte. Der Panzer! Das ist es, oder? Ich kann da einen Shelljump machen. An die Möglichkeit habe ich irgendwie überhaupt nicht gedacht bisher. Oh, wow. Yes! Oder... Doch, ja! Ich kann da... Wow! Das ist echt heftig. Oh nein, ist noch nicht vorbei? Lol.
What? Das ist schon ziemlich ausgefuchst, du. Oh, das war knapp. Oh, yes! Wow, das war mega. Das hat super viel Spaß gemacht. Ein bisschen verwirrend da im Mittelteil, aber... ja, ziemlich kreatives Setup. Supi. Front Door, ist das das finale Level? Auf jeden Fall hat er sein Schloss ordentlich ausgebaut. Im Gegensatz zu Mario World. Alleine. Doom! Na, das passt doch. Whoa. Der Doom ist incoming. Moment, was haben die denn für ein komisches Timing? Ist das gleichmäßig? Schon. Na gut, am Anfang stehen zu bleiben ist wahrscheinlich nicht die richtige Lösung. Stürzen uns direkt mal... ach so! Stürzen uns direkt mal ins Getümmel. Das ist natürlich toll, ne? Wenn man nicht sieht, wo man hinspringen muss, dann kann man es auch nicht schnell genug machen. Aber ist in Ordnung. Ah, das war zu schnell. Habe ich irgendwas verpasst? Oh yeah, ich habe was verpasst. Warte, muss ich da lang... hä? Oh. Ah, da oben ist ein Schalter. Ist ja immer toll, ne, wenn man so ein Ding in die Hand gedrückt bekommt und man erstmal gucken muss, wo soll das hin? Na! Na! Oh, da ist eine Tür! Tür? Ja gut, das kann man irgendwie auch erwarten, weil das ist richtig krass. Okay, ich weiß nur noch nicht, was ich hier genau machen soll. Kann ich den da werfen? Dann kommt die Säge runter oder so? Nur, wo gehe ich dann hin? Weil der Boden bewegt sich ja dann wieder weg. Oder kommt er? Nein, er kommt nicht rechtzeitig wieder. What the hell, Mann? Ach, die Blöcke schalten. Ja, okay, dann weiß ich, wo ich hin muss. Das ist halt immer mein Problem, ne? Ich kann mir das nicht vom geistigen Auge vorstellen, was passiert, wenn man Schalter aktiviert. ups. Oh, yes, baby! Ja, das war natürlich nur der Anfang. Das hab ich mir fast gedacht. Ach, da ist wieder ein Gitter. Gitter sind immer besonders nice. Und nochmal eins. Also immer da, wo diese komischen gestrichelten Blöcke sind. Der Abschnitt ist ziemlich nice, aber der Lag ist... was zum Geier ist mit dem Lag? Der ist abartig. Rutsche ich den weg? Wow! Das ist so kurz nur da. Das ist echt krank. Ach, die fährt dann da durch. Natürlich. Doch, so. Alter, wie viel Red Bull hat der sich denn reingepfiffen, bevor er das Level gebaut hat? Das Blöcke, die man greifen kann? Oh, 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 okay.
Ich glaube, ich habe gesehen, was verlangt ist. Das ist ja schon mal etwas. Aber dieser Lag, du. Oh my god. Nein, nach oben. Der Mann hat zwei Versuche. Am ersten schafft man es auch fast nicht. Oh. Das geht immer noch weiter. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, mindestens drei, oder? Aha. Boah, das ist richtig fies. Aber ich glaube, das muss ich inzwischen nicht mehr dazu sagen. Dazu sagen. Nein, oioioioioioin. Nee, das ist ein Fulljump. Boah, da muss man echt das Timing für jeden Sprung, ne? Rausfinden. Layer 2. Man fällt wie ein Stein. Ah! Ich bin an irgendwas hängen geblieben. Ich frag mich, wie ich das geschafft habe, ohne an dem Mancha zu sterben, aber ist okay. Ob das da passt, das entscheidet sich ja schon ganz am Anfang hier. Je nachdem, wie man das hier macht. Ich bin da zu schnell, aber wo soll ich denn bitte langsamer sein? Als ob das Level mir irgendwie eine Wahl geben würde, ne? Okay, man kann da einfach durch. Wofür habe ich das gemacht? Warum sollte ich das überhaupt machen? Warum kann ich nicht einfach direkt weiter? Ach, die Plattform! Ich muss das sogar mehr als einmal machen. Toll. Sind das dann einfach nur Fulljumps? Wahrscheinlich nicht. Wäre ja zu einfach. Ich bin an irgendwas hängen geblieben. Da kommt sie. Ah, was ist das? Das finde ich immer richtig dumm, ne? Wenn man so einen Regrab machen muss und dann... Aber nicht zu gut, weil dann hängt man in der Mancha-Decke. Das ist... richtig ätzend. Vielleicht wäre es auch ein Spin-Jump gewesen. Dafür war der eigentlich schon zu weit weg. Ach, ich habe doch keine Ahnung. Nee, das muss ein Regrab sein, aber trotzdem. Vielleicht ganz, ganz später. Warum bleiben die stehen? Dang it. Ich hatte mit dem Ziel gerechnet. Ist das das Ende? Ich muss nochmal weggucken. Oh, yes! Und das war das Level. Nicht mal irgendwie eine Fanfare oder so, nein. Was ist das? Geht's da rein oder ist das ein Level? Schande. Leute, ich glaube, wir haben den Endboss gefunden. Was ist das? Was ist das für ein Zeichen? Ha? Oh yeah, baby.
Hey, man kriegt hier einen Pilz am Anfang. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Ehrlich, das ist kein gutes Zeichen. Aha. Ah, okay. Das sollte mir das Ausrufezeichen wohl anzeigen. Joink, ich will den ein bisschen länger behalten, wenn es möglich ist. Und nicht am ersten Hindernis schon herschenken. Was? Der hat sich einfach dahin teleportiert. Wer hätte das denn vorausahnen sollen? Okay. Lol. Was für eine Bullet Hell. Okay, es gibt bestimmt irgendwie ein Muster, mit dem man hier so von links nach rechts und wieder zurückspringen kann. Und dann, ja, hier zum Beispiel ist eine gute Öffnung, ne? Weil Marios Schädel ist halt nur zu fett. Da verstehe ich nicht, wie ich zurückkommen soll. Oder kann ich, oh, vielleicht unten durch. Oh, wow, das sieht cool aus. Oh, Jesus. Woher soll ich denn... Was ist das für ein Timing? Woher soll man das denn wissen? Weiß nicht, ob es besser wäre, insgesamt einfach immer unten durchzulaufen. Gar nicht über das Ding drüber zu springen, nur wenn es absolut nötig ist. So, was ist denn das, das Timing jetzt hier? Der Pilz ist ja sicher nicht dafür da, damit man das einfach nur tankt. What? Nein! Okay. Nächste Phase. Ach, die What? Die Feuerbälle kommen gar nicht aus Bowsers Gesicht, sondern aus diesem freischwebenden Feuerball. Und habe ich das richtig gesehen, dass ich nochmal einen Pilz gekriegt habe? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Oh, das sind echte Sprünge, du. Das sind Sprünge. Aber nicht so krass. Das Gedöns hier ist wesentlich schlimmer. Weil ich einfach, ich sehe keinen Weg daran vorbeizukommen. Ich sehe ihn nicht. Das ist so knapp, Mann. Ich dachte schon. Ah! Alter. Und ja, ich hab's mir nur eingebildet. Ich hab's mir echt eingebildet, dass ich da nochmal einen Pilz gekriegt habe. Oh Gott. Wow. Das ist auch ein ziemlich gutes Pattern. Ich glaube, das kann ich wiederholen. Aber das hier wird jetzt schwieriger. Weil ich größer bin. Theoretisch muss ich mich ducken. Oder auch nicht. Nein, ducken wir uns nicht. Das macht es nur unnötig schwieriger. Oh Gott. Lol, ich überlebe es nicht mal. Ich komme selbst wenn ich groß in die Phase komme, ne? Wahnsinn. Das ist einfach nur Wahnsinn. Was? Da kam noch irgendwie zusätzliches Es ist zu lang, Mann. Wie lange muss man hier überleben? Das ist so abartig. Und das ist dann der zweite Treffer, wenn ich da mal irgendwann durch bin. Und er braucht bestimmt mindestens 3. Das ist ein, wenn ich das so machen will, dann brauche ich ein ganz, ganz bestimmtes Timing, weil sonst macht er da einfach dicht. Ich meine, wenn ich in dem Rhythmus bleiben kann, dann... Oh! Dann passt es gerade so, dass ich durch diesen... Wo kommt das denn jetzt her? Was war dieser einzelne Bollen da?
Dang it, ich dachte, es ist schon vorbei. Aber er macht's ja nochmal, oder? Oder? Oh! Okay. Oh mein Gott. Gott, ey. No! Okay, was genau war das denn jetzt hier? Oh, der ist langsam! Nein! Oh Gott, ich habe mich nicht mal getraut, auf die Spin zu jumpen, aber ich glaube, ich muss es mal ausprobieren, weil es sieht ja aus, als wären es nur Bowser-Kugeln, modifizierte. Schwing! Boah, wow. Ich bin noch groß. Aber was hilft mir das? Frag mich ja, man da sich da auch drunter durchducken kann, unter den Bällen hier. Oh! Ist da gerade eine nicht gespawnt? Oh, oh mein Gott! Okay. Das ist cool. Holy. Und das ist alles. Aber es geht natürlich noch weiter. Wieso? Ha? Okay, der sieht auf den ersten Blick. Jetzt kommt er auch noch selber. No! Aber da kann man eher drauf reagieren, auf dieses Pattern, was da erzeugt wird. Boah. Man muss halt nur alles im Blick behalten, ne? Und nicht zu nah an die Seiten, wo die Dinger spawnen. Oh. Das muss, das ist das Ende, oder? Sonst wäre es absurd. Sonst wäre es absurd. Das hier ist ja fast schon zum Entspannen, sagt er und wird wahrscheinlich trotzdem gekillt. Ja, weil er nämlich vergisst, was kommt. Ja, hier sollte ich schon noch groß sein, das wäre eine riesige Hilfe. Das ist so hart, den auch noch. Der ist zwar langsam, aber den auch noch im Auge zu behalten, ist so tough. Wow. No, du. Inzwischen kann ich auch auf bestimmte Szenarien reagieren, ja. So gut kenne ich das Pattern, aber trotzdem. Es ist mir natürlich lieber. Ich muss nicht improvisieren. Ah. Ich hätte sowas von fast verpennt.
böse. Wow, ey, der Kampf ist so lang. Was war das für ein Ruckler? Muss das? Ab hier ist eigentlich nur noch durchhalten, ne? So schwierig ist das nicht, aber es geht einem auch irgendwie ziemlich die Düse. Und dann macht er sowas, weißt du? Direkt Homing-Attacke auf einen drauf. Ich frag mich echt, wie man dem Scheiß ausweichen soll. Katastrophe. Wuff. Das hat gedauert. Mit solchen ellenlangen Bossen kannst du mich ja eigentlich jagen, aber der war schon ziemlich imposant, muss ich sagen. Credits, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft! Das war einer der, wenn nicht sogar der schwierigste Hack, den ich bisher gespielt habe. Das war ein Abenteuer. Aber super cool! Mega viel Abwechslung drin. Ein paar komische Gimmicks, ein paar lustige Gimmicks. Ein paar Level ohne Gimmicks. Sehr schön. Und natürlich die Atmosphäre, ne? Die habe ich schon mal gelobt. Die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Sind das die langsamsten Credits ever? Kann ich mich hier wenigstens bewegen? Okay. Ja, ich glaube, die werde ich im Editing ein kleines bisschen beschleunigen. Vielen Dank für deine Geduld. Nee, danke, habe ich nicht. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Eigentlich nicht viel, oder? Außer, dass ich tatsächlich sehr stolz auf mich bin, dass ich das hier geschafft habe. Ausnahmsweise mal. Darauf habe ich auch ein bisschen hingearbeitet. Ja, ich habe mit... In letzter Zeit habe ich ja einige Hacks gespielt mit... Oh Gott, wieso fällt mir der Name jetzt nicht ein? Luminescent habe ich angefangen, der relativ easy ist. Dann Eldorado und... Nee, Scary Bosses war eigentlich wieder ein bisschen einfacher. Aber eine gute Vorbereitung, so eine Bossübung für das Gedöns hier. Hat das irgendwas zu bedeuten, dass Yoshi jetzt hier ist? Kam in dem Hack eigentlich Yoshi überhaupt mal vor? Ich kann mich gerade nicht erinnern, ob ich ihn irgendwann mal in den Abgrund geworfen habe oder so. Vielleicht ist ja auch am Ende des Albtraums Yoshi. Und damit endet der Albtraum. Also sind Mario und Yoshi in Wahrheit doch gute Freunde. Nur halt wir nicht. Ich und Yoshi. Aber Yoshi hat mir alles verziehen. Ich würde ihn so gern füttern und großziehen, aber... Keine Ahnung. Kann ihn nur umherwerfen. Last but not least, thank you for playing. Wie immer gern geschehen. Und das ist auch das Stichwort für mich, euch fürs Zuschauen zu danken. Und dass ihr bis zum Ende mit dabei geblieben seid. Und naja, wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt und es noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das auf jeden Fall. Da freue ich mich drüber. Das Ende schleicht sich von unten nach oben hier rein. Kriege ich jetzt wirklich nichts mehr zum Füttern? Das wäre super schade. Aber ich habe keine Hoffnung. Was sind das eigentlich für blaue Pixel da am unteren Bildschirm? Vielleicht gibt es ja doch noch ein Speziallevel. Nope. Das war's. Okay, Leute. Dann jetzt wirklich vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Ciao.